Herzlich willkommen zu KA, dem Podcast, bei dem weder ihr noch wir wirklich wissen, worum es geht. Mit euren Hosts Kalle Kuschinski und Aria Adams. In der heutigen Folge Weihnachtsfeiern, Kindheitsgeschichten und Kroketten. Okay. Und damit herzlich willkommen zu KA. AKA? Keine Ahnung. AKA? Kuschinski und Adams. So, wir machen jetzt Podcast. Wir sind jetzt professionell. Wir haben uns überlegt, wir kennen uns noch gar nicht so lange. Ja. Und deswegen, namensgebend ist ja dann auch quasi unser Name. Wir lernen uns jetzt gegenseitig innerhalb dieses Podcasts ein bisschen kennen. So ist es. Wir dachten uns so, wir sind quasi sehr gegensätzlich, aber leicht bekloppt. Und das könnte zusammen gut funktionieren. Deswegen sind wir nur da. Richtig. Ja. Und für die Zuhörenden da draußen, uns kann man auch gucken, und zwar auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal, der tatsächlich einen Videopodcast liefert. Und heute, ganz besondere Folge, wir sitzen in einem Raum, obwohl wir normalerweise nicht in der gleichen Stadt wohnen. Es ist Christmas-Special. Wir sitzen hier ganz besinnlich vor unserer wunderschönen Weihnachtskulisse. Es ist merkwürdig. Du redest in die Kamera und erklärst es aber nochmal für die Zuhörenden zu Hause. Ja. Ist das für dich auch so ungewohnt gerade? Übel. Absolut. Ist ganz, ganz merkwürdig. Aber wir fuchsen uns da ein und ihr werdet hoffentlich ganz viel Spaß mit uns haben. Was tun wir in diesem Podcast? Wir werden über Gott und die Welt reden. Wir haben ja beide schon sehr viel erlebt in unserer sehr jungen Existenz und das wollen wir alles mit euch teilen. Absolut. Vielleicht gibt es aber auch Leute da draußen, die uns nicht kennen. Oder die dich nicht kennen oder die mich nicht kennen, weil sie von der einen oder anderen Person kommen. Weil wir ja bisher, wie gesagt, noch gar keine Berührungspunkte hatten. Hast du Bock auf so eine Speed-Dating-Vorstellungsrunde? Finde ich gut. Ich finde es unwahrscheinlich, weil ich glaube, alle kennen uns. Und wenn nicht, dann fänd ich's schade. Aber müssen die ja wissen. Absolut. Nee, machen wir. Pass mal auf. Wie stellen wir uns denn am besten vor? Kalle, wie alt bist du? Bekommst du her? Was machst du so? Hallo, ich bin Kalle. Ich bin 33 Jahre tatsächlich. Witzigerweise muss ich gerade dran denken, dass ich dich ja gestern noch älter geschätzt habe und du deutlich jünger bist. Kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ja. Aber ich mache seit 7 Jahren YouTube-Content, Twitch-Content, ich war Moderator im E-Sport und mittlerweile bin ich einfach nur noch Suppenkasper vor der Kamera und ja, man kennt mich vielleicht unter anderem von diesen ganzen Bus-Simulator-Gedöns, gerade auf TikTok vielleicht ist das ein Ding gewesen. Ja, und viel mehr gibt es eigentlich auch gar nicht zu sagen. Reicht ja auch, ist ja schon eine ganz tolle Laufbahn ist das ja. Ja, und ich bin Milo oder auch Aria Adams. Ich bin hier in Zivil unterwegs. Das ist so ein bisschen irreführend, ne? Ist quasi so Clickbaiting. Der Podcast heißt Kuschinski und Adams, ne? Aber ich bin ja quasi jetzt gar nicht Adams, sondern halt so Adam. Mehr so, weißt du, ist ja, verstehst du, Wortwitz. Ja, ja. Nee, ich bin, Content Creator, Drag Queen. Ich mache den ganzen Drag-Kram jetzt schon seit, ich glaube, bald 8 Jahre oder so. Mhm. Ich bin 26 Jahre erst alt, also könnt ihr euch selber ausrechnen. Und ich bin seit Corona-Zeiten irgendwie so zum Content-Creator geworden und mache jetzt auch so meinen Krimskrams im Internet. Semi-erfolgreich. Aber sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Dankeschön, gleichfalls. Also ich bin da tatsächlich sogar Fan mittlerweile. Ich freue mich auch, wenn du mich mal in deine Kochshow einlädst. Jederzeit, doch, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich durfte ja schon mal einmal luschern jetzt hier vor ein paar Tagen. Hast du hier bei uns im Studio oder in der Kochecke. Wir haben dich erfolgreich rausgeschnitten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, es ist natürlich auch dann nicht schlimm. Nee, du bist du bist unsere erfolgreichste Quote wahrscheinlich. Also bringt schon was, dich zu zeigen. Ja, weiß ich jetzt nicht. Das Witzige ist ja, ich wollte ja eigentlich nur meine leere Flasche wegbringen und ich müsste theoretisch an eurer Kochstelle da, ich sag mal Kochstelle, aber an der Küche vorbei, um das Leergut wegzubringen. Ja. Naja, und dann bin ich da irgendwie, wollte sogar wirklich dran vorbei und da hast du mich ins Bild gezerrt. Also wenn du mich jetzt da nicht reinschneidest, dann gibt's aber einen Protest. Ich rede mal mit unserer Managerin, aber das ist ja, weißt du, wir sind ja hier gerade in The Instinct Office quasi. Wir sind ja, ne, wir haben uns hier in Spandau zusammengefunden und haben uns hier so ein kleines Setup eingerichtet für die erste Folge. Wir werden das vermutlich meistens so remote handhaben, weil wir einfach beide wahnsinnig beschäftigt sind. Und du nicht hier wohnst. Das und ist ich nicht bei dir in der Nähe. Ja. Ich weiß nicht, ob bekannt ist, wo du wohnst, deswegen wollte ich jetzt das nicht einfach droppen. Ich wohne in Wolfsburg. Ja, und das ist ganz schön unangenehm, muss ich sagen. Ich kann meine Miete noch bezahlen. Okay, guter Punkt. Aber sonst hat diese Stadt nichts zu bieten, meiner Meinung nach. Das ist korrekt, ja, leider schon. Also kannst da mal einen Tag hinfahren und irgendwie was Nettes einkaufen oder so, vielleicht ein neues Auto oder sowas. Ja, genau. Und dann fährst du in deinem neuen Auto und kommst nie wieder. Ja. So, reicht. Naja.
Ja, mein Gott. Aber irgendwo müssen die Leute ja auch hin. Also ich finde es so ja okay. Es. Die haben ja auch einen Dönerladen. Mindestens einen haben wir, ja. Worauf ich gerade hinaus wollte, wir sitzen ja im Instinct Office und Kalle hat es gerade schon gesagt, ich habe hier die Tage auch meine Backshow produziert, weil es ist ja Weihnachten. Es ist ja besinnlich. Wir hatten gestern hier die Instinct 3 Weihnachtsfeier. Ja. Kalle, wie geht's dir denn heute? Ich höre mich, glaube ich, fitter an, als ich bin. Also so langsam wache ich so ein bisschen auf. Ich bin aber auch schon seit 8 Uhr wach, witzigerweise. Echt? Ich konnte nicht mehr schlafen. Irgendwie hat sich's dann bei mir gedreht. Ja. Es war ein feuchtfröhlicher Abend gestern, kann man meinen. Hm? Bei unserer Weihnachtsfeier sind fast alle MitarbeiterInnen tatsächlich auch zusammengekommen. Ja. Und halt auch du bist ja angereist, warst ja schon die ganze Woche jetzt da. Alle Mitarbeitenden und du. Naja, du. Nein, so war es natürlich nicht gemeint, sondern weil wir beide jetzt hier sitzen und deswegen sitzen wir hier. Ja, das ja, meine ich. Ja, halt. Ja, verstehe. Mein Gott. Ne? Auf jeden Fall, ja, ist da das eine oder andere Gläschen auch geleert worden? Ja, doch. Zumindest auf meiner Seite. Ja, ich bin ja langweilig mittlerweile. Ich habe ja irgendwie vor 4 oder 5 Jahren aufgehört zu rauchen und seitdem trinke ich auch gefühlt nicht mehr. So, ne? Dann noch einmal zwischendurch so einen Absturz gehabt, der mir gezeigt hat, nee, es ist wirklich nicht meins. Und deswegen, Kinder, lass das verantwortungsvoll und so. Müssen wir Vorbild sein? Schon irgendwo. Ja. Irgendwo schon. Also zumindest ein Bewusstsein dafür haben, finde ich immer ganz gut. Ja. Bin ich ehrlich. Ja. Auf der anderen Seite muss natürlich auch jede Person ab einem gewissen Alter auch eigene Erfahrungen machen. Das ist richtig. Finde ich persönlich. Ja. Also ich habe auch natürlich das, was du schon beschrieben hast, habe ich jetzt auch schon 1-2 Mal erlebt. Hm? Hindert mich jetzt tatsächlich nicht daran, die Finger vom Alkohol zu lassen. Ja. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich kein unangenehmer Trinker bin. Also nee, gar nicht. Das finde ich ja immer faszinierend, wenn du Leute zum ersten Mal in so einem Schwipszustand erlebst. Es gibt ja Leute, die werden weinerlich, es gibt Leute, die werden aggressiv und so weiter. Das finde ich ja ganz schlimm. Aber Kalle wird einfach noch mehr Kalle einfach. Du wirst einfach noch lustiger so. Das finde ich toll. Ich finde es total witzig, dass du das sagst, weil es gibt tatsächlich einige Leute aus meiner Gefolgschaft, die mir dann ab und zu eine DM schreiben, hey Karl, es muss so witzig sein, mit dir mal einen trinken zu gehen. Ja. Und ich denke mir so, okay, woher hast du jetzt diese Information? Also wie kommst du darauf? Weil du erlebst mich ja in diesem Zustand eigentlich in der Regel nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, es gab auch schon Momente, auch kürzlich, wo ich tatsächlich dann auf Leute von da draußen, sage ich jetzt einfach mal, gestoßen bin und ich nicht mehr nüchtern war. Ja. Meistens geht alles gut. Ich hatte jetzt aber tatsächlich, war ich in der Heimat, nur ganz kurzer Abriss, ich war in der Heimat auf einer Party mit meiner Schwester und da haben mich auch ein paar Leute angesprochen, und, hey Kalle, du hier? Und da habe ich gesagt, ja, ich komme ja aus Bremen. Und das war die Quotenfete. Quotenfete, absolute Bauernparty. Also da geht es wirklich, du kannst dir quasi von der Theke eine Flasche Korn mitnehmen und damit durch die Hallen laufen. Und das ist dann in der Stadthalle und mega groß, super viele Leute. Und eine Person hat mir sehr lautstark vermitteln wollen, dass er mich cool findet, dass er mein Content feiert und die ganzen Videos und sowas. Ist ja per se erstmal nett. Ist super nett. Ja. Und hat dann aber eine extrem feuchte Aussprache gehabt. Mm, ach, schön, Kalle. Super. Ja, genau. Und ich stehe da mit meinem Becherchen in der Hand und mein ganzer Arm, ich lüge nicht, mein ganzer Arm war nass. Und ich kann das zum Tod nicht leiden, fremde Körperflüssigkeiten auf mir zu haben. Kann ich jetzt so nicht nachvollziehen, aber sprich weiter. zumindest, wenn es nicht geplant ist. Ja. Und das war so ein Fall, es war nicht geplant, aber ich hatte trotzdem den ganzen Abend voll mit Speichel. Und dann hatte ich ein kleines Déjà-vu, weil das hatte ich schon mal, hat es ein bisschen plopp in meinem Becherchen gemacht. Also als würdest du ein Steinchen reinschmeißen. Oh, genau. Oh nein. Und genau das gleiche Gefühl hatte ich dann auch. Und ich musste auch direkt so, es kam mir direkt hoch. Und ich habe mein Becherchen auch wieder voll gemacht in dem Moment. Oh nein. Oh nein. Und dann musste ich den schnell entleeren. Also mir ging es gut, aber es war einfach nur widerlich. Ja, das verstehe ich aber. Es gibt so Dinge, weiß ich, früher war ich da unempfindlicher. Heute gibt es so Dinge, da denke ich mir so, ganz schlimm. Ja. Ich habe ja einen Hund, ne? Also die wohnt in Teilzeit bei mir. Und als sie noch kleiner war, war die halt noch nicht stubenrein so, ne? Ja. Früher wäre das kein Thema gewesen, aber wenn ich heute irgendwie da was wegmachen muss, ne, hänge ich da als ganz, ganz. Ja, also in der Wohnung fände ich es auch schwierig. Hm. Also draußen das Häufchen aufsammeln, das ist für mich gar kein Thema. Das ist was anderes. Aber da ist auch Luft. Man hat ja dann quasi das Environment, richtig, was dann damit spielt. Aber in der Wohnung würde mich auch triggern. Ja, nee, das ist irgendwie so mittlerweile. Man wird auch alt einfach. Ne? Ja, man wird auch einfach alt. Ja. Naja, aber obwohl du ja gar nicht so alt bist, haben wir festgestellt. Gestern wurde mir irgendwie von 5 Leuten gesagt, ach, du siehst viel älter aus, so nach dem Motto.
Danke an der Stelle. Ja, zu wenig, zu spät. Habe ich mich sehr gefreut. Aber ja, mein Gott, so ist das halt. Ja. Man wird nicht jünger. Früher oder aber später. Vielleicht bleibst du ganz lange in genau diesem Zustand. Und meinst dann du? Freust du dich in so 15 Jahren, dass du immer noch so aussiehst wie jetzt. Ich glaube, dafür braucht man einen guten Arzt. Oder halt eine sehr, sehr, sehr gute Hautpflege. Und ich mache beides nicht. Also, ach, gar nicht? Also manchmal, aber ich mache immer so ein bisschen was und dann habe ich wieder keinen Bock und lasse das so schleifen und dann ist alles furztrocken und dann so, jetzt könnte ich mal wieder. Ich habe mal eine Frage. Ja. Die ist auch dann so ein bisschen auf dein Drag-Dasein bezogen. Endlich geht's um mich, ja. Ja, wolltest du doch. Nee, da frage ich mich, es gibt ja dann so auch Charakter wie Conchita Wurst zum Beispiel, wo dann auch Bart zu sehen ist. Ist das für dich auch eine Option, dass du irgendwann auch mal mit Bart quasi dragst? Ich glaub, sagt man Dragon? Du kannst es machen, also kannst es nennen, wie du möchtest. Ich glaube, man würde sagen, ob du mit Bart Drag machst. Okay. Würde ich jetzt so formulieren, aber hier Freiheit und so. Für mich wäre es keine Option, Drag mit Bart zu machen, weil ich aber auch einfach so den schlimmsten Assi-Bartwuchs habe, mit so richtig Flecken und Lücken und weiß nicht. Also ich glaube, das würde belustigend aussehen, aber aus den falschen Gründen wahrscheinlich. Verstehe ich. Ja. Also das ist auch der Grund, warum ich mir die Wangen wegrasiere. Also ich versuche Bart zu tragen. Ich meine, du trägst das ja sehr erfolgreich. Also ja, hier unten, da lasse ich auch extra wuchern, weil Doppelkinn. Aber ansonsten muss ich mir die Wangen tatsächlich rasieren, weil ich das gleiche Problem habe. Ich habe hier dann so Löcher drin und das sieht einfach nicht gut aus. Sieht nicht gepflegt aus dann. Nee, fühle ich, absolut. Ja. Ich finde auch, bei mir ist die genau was du gerade sagst, es sieht nicht nach Bart aus, sondern es sieht aus, als wäre es dreckig im Gesicht, wenn ich es wachsen lasse, so, weißt du? Und das da ist nicht sexy einfach. Nee. Das ist nicht sexy. Nee. Du. Ich wollte gerade aus Reflex fragen, ob du beim Daten darauf stehst, wenn der andere einen Bart hat. Aber dann fiel mir ein, dass du... Ich bin tatsächlich heterosexuell. Ja, wie langweilig in dem Zeitalter, wo wir leben, ne? Ist ja Mensch. Ja, ich muss aber auch sagen, also es gibt schon Momente, wo ich dann auch mal denke, ach, das sieht auch gut aus. Hm. Also auch auf attraktiv, also so, dass ich denke so, ach, nice, geil irgendwie. Ja, klar. Man kann ja auch Attraktivität kann man ja vollkommen objektiv einschätzen, von der Anziehung und so. Ich finde ja auch, es gibt ja viele Frauen, die finde ich ja auch wahnsinnig attraktiv. Ja. Würde ich nicht. Aber ich glaube, würde ich tatsächlich auf Männer stehen, also so richtig auf romantischer Ebene, würde ich nur diesen ganzen durchtrainierten Kerlen hinterhergeilen. Also das finde ich ja mega geil, wenn die so richtig durchtrainiert sind. Hm. Also ich persönlich fände das geil. Hm, ja, doch. Also ich finde, das ist so ein ganz schmal. Das ist natürlich immer hier, ne? Solange ihr mit euren Körpern happy seid, vollkommen geil. Natürlich, ne? Natürlich. Ist natürlich immer eine persönliche Geschmackssache. Aber ich finde, es gibt so diese ganz feine Grenze, wo muskulös zu muskulös wird. Voll. Es könnte der Neid sein, der aus mir spricht. Lasse ich an der Stelle vollkommen im Raum stehen. Aber ich finde, das wird dann so, wenn die Haut so ledrig wird, so papiermäßig, so, ich weiß nicht, die sieht dann so trocken aus. Einfach. Weißt du, was ich meine? Ja. Wo dann auch so die ganzen Wehen so dolle durchkommen. Ja, ne? Ja. Ich verstehe, dass das für viele so ein Erfolgsziel ist und so, ne, ey, you do you, voll fein. Aber Anturn ist dann bei mir nicht mehr so. Dann so too much. Was ist denn dein Typ? Gibt es den Typen? Ich glaube, ich bin da sehr, sehr vielseitig unterwegs. Aber so ein bisschen klischeehaft dann auch schon so ein bisschen größer, ein bisschen Muskeln und so, finde ich ganz, ganz nett. Ich glaube, so Leute wie mich, ich wäre mir selber auch zu skinny, glaube ich. Mhm. Ich würde mich selber nicht daten, glaube ich. Ne, aber ich bin ja trotzdem aber passt einfach, ja sehr gut zum, ne? Drag, muss ich sagen. Ja, das stimmt tatsächlich. Ja. Das ist ein Struggle, weißt du, ich habe ja irgendwie Schuhgröße 38 in High Heels, ich trage eine 36 in Kleidern und so, also für die, die jetzt nicht wissen, das ist sehr schmal, so, weißt du, das ist sehr schmal und damit finde ich immer überall was. Ist jetzt kein was. Kalle. Nee, Kalle bist du auch, eine Gazelle bist du doch immer. Jedenfalls finde ich überall irgendwas und das ist so, weißt du, wenn ich dann jemals Sport machen sollte. Das finde ich so unfair, wenn ich das höre, jedes Mal. Erzähl weiter. Es tut mir aufrichtig leid. Du, man will immer das, was man nicht hat, sage ich so, weißt du? Ja, voll. Ich kämpfe seit langem so ein bisschen mit dem Zunehmen zum Beispiel. Es gibt Leute, die kämpfen mit dem Abnehmen. Das ist immer so ein...
Ja, mein bester Freund, der Maximilian, der hat genau das gleiche Problem. Mhm. Also der möchte, glaube ich, gerne ein bisschen zunehmen, aber es klappt einfach nicht. Also der frisst auch nur Scheiße. Also der haut sich da alles rein. Jedes Mal, wenn ich irgendwie ein paar Tage mit dem auf einer LAN-Party bin, der frisst nur Müll und da geht nichts ran. Und ich gucke das Brot an und ich habe ein halbes Kilo drauf und es ist, also keine Ahnung, mein Stoffwechsel funktioniert dann einfach nicht mehr. Ich glaube, es ist immer so eine gute Mischung. Ich glaube, gerade so, wenn man Streamer ist, ich persönlich neige dazu, so ein super ungesundes Essverhalten zu haben. So, du sitzt den ganzen Tag da, bewegst dich nicht, kriegst keinen Hunger und dann abends so, weißt du, dann stopfst du dich einmal voll und dann war's das. Einmal am Tag gegessen. Geil. Voll. Ja. Ja, nee, also bei mir, ich bin auch tatsächlich sehr am Schauen. Jetzt so Sachen wie die Weihnachtsfeier, da kannst du natürlich vergessen. Also da kannst du nicht drauf achten. Aber im Allgemeinen bin ich gerade eher so ein bisschen am Schauen. Ich koche ja tatsächlich sehr gerne. Ich bin, also privat, bin ich ein toller Koch, behaupte ich jetzt von mir. Ja, das sehe ich als Einladung an der Stelle. Gerne, ja. Gerne. Können wir gerne mal machen. Ich würde auch gerne mal wieder ein Kochvideo machen, habe ich schon mal gemacht. Das war aber damals ein ganz schönes Experiment, weil was ich überhaupt nicht kann, sind so Desserts oder so Backen oder sowas. Das kann ich gar nicht. Da ergänzen wir uns da einfach. Ja. Ja. Ja, das kannst du, ne? Ja. Ja, klar. Aber dann lass uns doch da mal so ein Crossover machen, so. Ja, Kochen mit Kuschinski oder so. Ja. Ja, Kochschinski. Ja. Ja. Früher habe ich mich Krokettenkalle genannt, wusstest du das? Das habe ich schon mal aufgeschnappt irgendwo. Ja. Da, aber das, ich weiß auch gar nicht mehr warum. Ich glaube einfach irgendwann, ich habe League of Legends früher ganz viel gespielt. Kennst du das Spiel? Ich hörte davon. Du zockst ja gar nicht so wirklich. Doch. Ja? Das denken immer alle. Wir hatten neulich eine Kundenanfrage, so, ja, aber Area ist ja nicht so mit Gaming. Doch. Also ich bin, seit ich ein Kind bin, eingefleischter Nerd und Zocker. Also voll. Ja, witzig. Ja. Da können wir ja gleich nochmal drüber quatschen. Ich will nur ganz kurz den Namen nochmal einmal. Ja. Ich habe einfach mir Kroketten reingehauen in den Ofen und dann brauchte ich einen League of Legends Namen und dann habe ich gedacht, ja, Krokettenkalle. Gut, finde ich gut. Und dann kam das irgendwie so durch und dann, ja, ist auch egal, auf jeden Fall, dann haben die Leute das irgendwie auch alle gefeiert und habe ich mir irgendwie so einen Leitspruch, Kroketten gehören in den Ofen und nicht in die Fritteuse und habe dann immer so gegen Fritteusen-Kroketten gewettert und das war dann so voll meine Brand irgendwie. Und dann bin ich 30 geworden, habe ich gedacht so, will ich noch Krokettenkalle heißen? Und die Antwort war nein. Wenn ihr zu Hause sitzt und ihr seid am Struggeln, was soll ich aus meinem Leben machen? Und wie werde ich erfolgreich? Man kann aus allem etwas ziehen. Der Mann hat damit Geld verdient, indem er Fritteusen-Shaming betrieben hat. Das stimmt. Wobei ich jetzt mir sehr gerne einen Airfryer holen würde demnächst. Oh, die sind geil. Ich bin Anfang letzten Jahres Ende letzten Jahres. So, ich fange nochmal an. Hallo, ich bin Milo. Gerne. Ende letzten Jahres bin ich umgezogen. Und da musste ich 2 Monate auf meine Küche warten und habe mir so einen Airfryer geholt. Und das ist schon, der ist schon das der ist Shit. Basically eine Küche, ne? Du brauchst nicht viel mehr als einen Airfryer. Du kannst da drin alles machen. Eine ganze Tiefkühlpizza hat da reingepasst. Das ist insane. Ja, ich empfehle dir mal einen. Der war wirklich Baba. Also. Ja, aber ich habe auch nicht so die große Küche. Also ich habe, also für eine Single-Bude alles nice, so, aber ich hätte schon gern ein bisschen mehr Platz. Also ich wäre schon gerne der Chef Toni, der da ein bisschen auch mit seinem Miracle Blade 3 so ein bisschen die am Choppen ist. Ich habe mir jetzt auch einen Nicer Dicer geholt. Ich wollte gerade sagen, hast du einen Nicer? Ja, ich habe einen Nicer Dicer. Ich habe einen Nicer Dicer zu Hause und ich liebe ihn. Es ist so geil, weil du haust das Ding dann einfach runter und dann flupp, dann kackt er die Paprika schön in den Becher. Ne? Ich finde das super. Also ich liebe das. Zeitsparen ist mein Hobby tatsächlich. Ich hasse Zeitverschwendung. Hasse ich wie die Pest. Ich glaube, ich verschwende sehr viel Zeit in meinem Leben wahrscheinlich. Ne? Schon alleine, wenn du so am Handy hängst. Ich glaube. Ja, gut, aber das ist für mich Enjoyment irgendwie. Also das fühle ich sogar. Also ich bin auch jemand, der schon so 1, 2, 4 Stunden am Tag auf TikTok mal verbringt. Ja. Also gerade wenn es dann irgendwie so ein Abend ist, wo man irgendwie nicht so Bock hat, irgendwie am Rechner zu sitzen oder rauszugehen, dann bin ich dann im Bettchen, habe mein Handy in der Hand und dann geht's weiter. Ne? Also ich bin da auch ein bisschen süchtig geworden. Der ist ja aber auch schlimm. Das geht ja auch schnell so, weißt du? Ich reize immer die Zeit aus, in der ich am PC sitze und ich hänge immer so lange wie möglich am PC im Discord und so mit Freunden und so. Und dann aber, wenn du dann entscheidest, jetzt gehe ich ins Bett, jetzt will ich schlafen, dann ist gefährlich, weil dann nimmst du es trotzdem wieder in die Hand und hängst nochmal eine Stunde da, so, weißt du? Also es ist schlaflose Nächte. Voll. Ich habe einen Kumpel, der lässt sein Handy extra in einem anderen Raum, damit er das gar nicht, also gar nicht in Versuchung kommt. Aber bei mir ist das dann auch irgendwie der Wecker,
dann ist das, ne? Und dann ist es auch meine Ausrede, dass es auch in der Nähe des Bettes dann ist. Natürlich. Ne? Und das musst du ja auch mal aufladen. Ne? Und sagen wir mal realistisch, man ist ja auch einfach aufgeschmissen ohne Handy heutzutage. Ne? Es ist ja Wecker, ne? Du brauchst ja jegliche Kommunikation, bist ja irgendwie 24/7 erreichbar mittlerweile. Ne? Und das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Übel. Ja, aber manchmal tut es auch ganz gut, wenn man nicht erreichbar ist, merke ich mittlerweile. Ich komme langsam in dieses Alter, wo dann auch das Handy mal so einen halben Tag einfach nur rumliegt und nichts passiert. Ich habe auch diesen Ruhemodus voll oft an mittlerweile. Sodass ich gar nicht dieses, weil ich bin jemand, ich sehe, mein Handy leuchtet auf, jemand will was von mir, jemand schreibt mir, jemand ruft mich vielleicht an, okay, ich muss sofort reagieren. Und ich finde das auch nicht schlimm, wenn andere dann nicht so schnell sind, aber bei mir ist das so ein Trigger irgendwie, ich fühle mich dann irgendwie berufen, direkt zu reagieren. Ja. Und wenn das nicht aufleuchtet durch diesen Ruhemodus, habe ich das halt gar nicht. Finde ich faszinierend. Ich bin da so, das Einzige, wie du mich direkt erreichst, ist durch einen Anruf tatsächlich, weil alles andere habe ich gelernt, so, also nicht auszublenden, wenn ich sehe, oh, wichtige Nachricht, antworte ich natürlich, aber da bin ich mittlerweile wesentlich entspannter. So Smalltalk zum Beispiel, wenn mir jemand schreibt, hallo, wie geht's dir? Das wird höchstwahrscheinlich untergehen, weil ich da keine Priorität mehr drauf lege. Man muss ja aber auch dazu sagen, weißt du, gerade wenn du so Creator bist und so, du bist ja auch ein bisschen verpflichtet, viel am Handy zu hängen, ne? Das ist immer so ein Thema, viele denken immer nur so, ah, der hängt ja nur am Handy, aber es ist ja irgendwo Teil des Jobs manchmal, ne? Und ich finde, dann wirst du sehr selektiv, wie du diese Zeit am Handy verbringst. Und dann bin ich ganz bewusst einfach oft so, dass ich sage, ich kann jetzt keine Energie mehr in Smalltalk investieren, so. Wenn Leute einfach wirklich nur so kommen, hi, was geht? Ja, oder was machst du? Ja. Oder was hast du heute gemacht? Also ich finde das cool, dass Interesse da ist. Ja, also voll. Gerade bei so Leuten, die halt mit der Branche da auch nichts zu tun haben und das wirklich einfach nur Freunde oder Familie sind. Ja. Ich habe zum Beispiel meine Mom, die ist halt irgendwie immer so, ja, man hört ja nie was von dir, erzähl doch mal, was gibt's Neues? Und dann denke ich immer so, ja, irgendwie passiert gar nichts, aber in der Wahrnehmung meiner Mutter passiert mega viel in meinem Leben. Ja. Aber für mich ist halt schon mittlerweile so eine krasse Routine mit den ganzen Dingen, die ich mache und das, auch wenn ich mal einen Tag unterwegs bin, für mich ist das irgendwie natürlich immer noch was Schönes. Und ich kann das auch voll genießen und auch appreciaten, aber irgendwie ist es nicht mehr so ein, oh ja, ich bin jetzt heute mal einen Tag in Hamburg, um da irgendwie vielleicht was mit XY zu machen, sondern ist es einfach der Job und man fährt dahin. Man hat natürlich trotzdem Spaß und gibt alles, aber ansonsten ist das jetzt für mich kein Highlight irgendwie mehr. Das ist so ein bisschen, es verliert, glaube ich, diesen, nennen wir es mal Zauber, den Leute von außen so da rein interpretieren. Das ist das Gleiche, wie wenn du zum ersten Mal einen Promi triffst oder so, glaube ich. Das verliert danach auch an Bedeutung, weil du halt weißt, okay, es sind auch nur Menschen. Und wenn du das, was wir machst, das, was wir machen, beruflich machst, dann wird es ja irgendwann natürlich trotzdem so ein bisschen zum Alltag. Ne? Und andere Leute außerhalb sehen das natürlich dann trotzdem noch anders. Und ich finde gerade da, wenn du gerade von deiner Mama redest, bei uns war das mal ein Problem, dass meine Mutter und ich irgendwann uns nur noch über den Job unterhalten haben. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey du Mutti, es tut mir wahnsinnig leid, das ist gerade mein Privatleben und können wir mal bitte über was anderes reden als nur über meinen Job? Weil natürlich ist es spannend, natürlich ist es interessant, aber dann kommst du ja gar nicht mehr aus der Arbeit raus, so, weißt du? Wenn du auch privat nur noch davon erzählst. Ja, vor allem, es kommt ganz oft diese Frage, ja, wie ist das eigentlich so, wenn die Leute einen auf der Straße ansprechen? Und das eigentlich in dem Moment, wo ich dann mit solchen Privatpersonen, sag ich jetzt mal, spreche, will ich eigentlich gar nicht das thematisieren. Also so wie du schon sagst, dass es dann eigentlich mal was anderes geben soll. So, keine Ahnung, erzähl doch lieber, wie Wäsche waschen war oder so. Also, keine Ahnung, für mich ist das manchmal viel entspannter, nicht von meinem aufregenden, aufregendem Leben erzählen zu müssen, sondern ja auch einfach mal so ein bisschen davon abzulassen und auch einfach mal ganz normale Gespräche zu führen. Absolut. Wir haben ja einen Discord-Server, so als Streamer. Da hast du ja einen Discord-Server für die, die nicht wissen, was das sein sollte. Das ist quasi wie so ein Knuddels-Chat, den du selber aufmachst, wo du miteinander telefonieren kannst und deine Community ist da und dann kannst du mit denen da chatten und spielen und quatschen und alles. Und nach dem Stream hängen wir gerne oft abends im Discord zum Beispiel. So, und dann kommen da manchmal Leute rein und die, wir haben so einen Free-for-All-Sprachkanal, können alle reinkommen und dann sitze ich da abends mit Freunden drin und jemand Neues kommt rein. So, ist herzlich willkommen, ne? Wenn die Person entspannt und cool ist, ey, kommst du einfach direkt dazu. Aber dann gibt es manchmal Leute, die wissen dann nicht so ganz, wie sie mit mir interagieren sollen und fangen dann erstmal an mit einem Kompliment. Was du ja natürlich einfach machst, wenn du bei jemandem Sympathiepunkte willst, dann machst du dem ein Kompliment, ne? Ist okay. Und dann gibt es aber auch Leute, die fangen dann an, die hören dann nicht mehr auf, von mir zu reden, ja, quasi, so, weißt du, und sind dann so, oh, ich finde das so toll und dies und jenes und das, was du gemacht hast.
Und in dem Moment ist es dann aber genau, was du sagst, eigentlich viel charmanter, wenn man einfach über was ganz Alltägliches reden würde, so, weißt du? Wenn man nicht dieses 24-7 nur dieses Thema abrattert, so. Ja. Ich glaube aber, dass da ganz viel Unsicherheit auch mitspielt. Also man weiß dann auch irgendwie nicht, was soll ich denn jetzt eigentlich zu der Person sagen? Weil ja, du musst halt ja auch überlegen, die Leute kennen dich ja. Nur darüber. Und ja, sie kennen dich vor allem, aber du sie nicht. Ja. Und dann haben die ja nur diesen Bezugspunkt, dass sie sagen, ach, hier deine Kochshow oder hier deine Streams. Ja. Und also den Punkt verstehe ich zumindest, oder ich kann den nachvollziehen, aber ich bin da auch voll bei dir. Bleib locker so. Hab einfach ein bisschen Spaß so. Ich bin tatsächlich nicht so, dass ich da jetzt sage, oh, hier kann jeder mal vorbeischauen. Aber es abgehoben gibt, auch einfach. Absolut. Ja. Es gibt schon Berührungspunkte, auch mit Zuschauenden, oder die mich dann halt irgendwie kennen. Gerade so in unserer WoW-Gilde ist da einiges schon gewesen, auch in den vergangenen Jahren. Waren da immer mal auch Zuschauer oder Zuschauerinnen, die dann dabei waren. Und da gab es dann auch mal, oh, hier dein neues Video und so, war ja wieder lustig, oh, hier, tut, Bus fahren und so. Aber auf der anderen Seite ist danach auch ganz schnell vorbei gewesen. Oder ich bin auch ein direkter Mensch, ich mache dann einfach kurz eine Ansage, sage so, du, hey, voll lieb, dass du das sagst, jetzt gerade will ich WoW zocken und mit meinem Krieger hier ein paar Allies schlachten. Ja, genauso mache ich das dann auch. Wenn die Person so anfängt, wirklich, ne, in so das Ausschweifen zu betreiben, so dieses, ne, und dein und das Video, dann sage ich auch, du, ey, ist super süß und lieb von dir, aber ne, ey, ganz entspannt, lass mal über irgendwas anderes reden. So ist privat gerade alles hier, so, ja, weißt du? Das ist dann immer cozy. Doch. Voll. Apropos zocken, ich hab's nicht vergessen. Ja. Was zockst du? Jetzt kommt die richtig eklige Standardantwort. Ich zocke alles. So. Oh. Ne? Ja, halt wirklich. Nein, okay. Ich versuche ein bisschen zu konkretisieren. Ich spiele sehr, sehr gerne Indie-Games unter anderem. Super viel Horror. Oh. Aber ich spiele auch Fortnite, ja, andere Ballerspiele, Portal 2, kennst du Portal 2? Ja. Das war ewig mein allerliebstes Lieblingsspiel aller Zeiten. Wirklich? Baldur's Gate habe ich auch gespielt, also sehr weit aufgestellt. Also, wenn das Thema Ballerspiele fällt, von was reden wir hier? Meistens sind es, glaube ich, eher Third-Person-Shooter. Also ich habe jetzt noch nicht irgendwie großartig Warzone oder sonst was gespielt. Was ich jetzt aktuell relativ viel spiele, ist Hunt Showdown. Oh, ach stimmt, habe ich sogar letztens gehört. Ja, haben wir doch. Wollten wir doch mal, ne? Ich habe gestern mit Fabian Siegesmund gesprochen. Ja. Da werden wir jetzt mal eine Runde anzetteln demnächst. Da werde ich dich da mal ins Boot holen. Das klingt schmackhaft, du. Ja. Ja, was ja, ne, dürft ihr jetzt an der Stelle nicht vergessen. Wir sind ja, ne, wir sind ja auch Gamer. Ne? Wir haben ja nicht nur ein extrem interessantes Privatleben, wir sind ja auch, wir spielen ja auch einfach wahnsinnig viel. Wenn die Leute wüssten, was ich für ein Privatleben habe, dann würden sie sich auch denken, ja, gut, und jetzt? Ich glaube, Leute denken oft, das wäre viel spannender, als es eigentlich ist, so. Ja, aber das liegt auch immer an dieser einseitigen Berichterstattung, ne? Ja. Also, wenn man was sieht, dann ist es meistens, oh, ich bin gerade auf Event XY, ich bin gerade hier, oh, hier mit Sterzig, oh, Lewis Hamilton, ne, all solche Sachen. Und dann kriegen die gar nicht mit, wenn ich dann da abends faul auf meinem Sofa rumliege und einfach nur Netflix und Chill mache, leider. Ja, ist richtig. Weil ich niemanden habe zum Chillen. Was ich ja bis heute super, super gerne mache, wenn ein freies Wochenende ist, und ich versuche gerne, mir die Wochenenden freizuhalten, um so einen gewissen Grundrhythmus zu haben. Was ich super gerne mache am Wochenende, morgens den PC an, direkt mit meinen Freunden in Discord irgendein Spiel anschmeißen, den ganzen Tag durchballern, nur zwischendurch mal aufs Klo oder Essen bestellen oder was auch immer und bis spät in die Nacht rein, ohne Duschen, ohne alles. Fühle ich. Ja, das ist so. Mach immer noch. Genauso. Ja. Also so sehen eigentlich alle meine Wochen momentan aus. Also alle, die ich jetzt hier in meiner Behausung. Ich habe halt wirklich so eine richtige Junggesellenbude jetzt mittlerweile. Ist doch geil. So, ich habe so eine offene Küche mit Wohnzimmer und Büro in einem. Mhm. Und ich wohne mit meinem PC neben dem Backofen. Verlockend. Also ich kann mit meinem Kabel-Headset noch zum Kühlschrank laufen. Und das ist wirklich, es kann problematisch sein. Zum Glück ist in meinem Kühlschrank mittlerweile nichts Ungesundes mehr drin, tatsächlich. Gar nichts. Nee, aber Herr Lieferando kocht ganz gerne. Ne? Und das ist dann wieder so ein Problem, weil die wissen ja auch, wo ich wohne. Ja, und ja, deswegen ja, kommen die da auch manchmal vorbei. Die belästigen richtig, das ist schon. Ja, ja, das ist passiert schon 1, 2, 3, 4 Mal die Woche, dass die dann vorbei. Tut mir echt leid, du. Aber mein Gott, ansonsten, das Problem ist mit dem Kochen. So, ich liebe Kochen, aber für mich alleine sich da hinstellen. Ist so. Ich sag doch nicht zu mir selber, boah, hast du wieder geil gekocht. Wer hat denn auch die Zeit dafür? Es macht doch auch viel mehr Spaß, für andere Leute zu kochen, als für sich selber so. Absolut. Ja, aber ich bin auch jemand, ich freue mich dann auf eine Reaktion. Ja.
Also ich habe dann, wir haben mal bei uns, also WoW habe ich jetzt ja schon mehrmals erwähnt, ich habe mal bei uns zu Hause, als ich noch mit meiner Ex-Partnerin zusammen war, habe ich eingeladen zu einer WoW-Lab-Party, da kam ein neues Add-on raus und dann haben wir gesagt, komm, wir ballern mal das ganze Wochenende durch. Ja. Und da haben zwei Kumpels bei mir gepennt und wir haben dann zu viert ja, gezockt. Und ich habe dann schön Chili con Carne gemacht. Oh, geil. Und das ist aber auch mutig, ne? Voll. Mit voll. So einer Wohnung voller Gamer, mit einem Badezimmer. Ein Badezimmer, genau, das ist der Stichpunkt. Aber mein Gott, hat auf jeden Fall alles geklappt. Und ich bin dann auch jemand, ich gucke dann die Person so an und warte, bis der erste Löffel im Mund landet. Und dann, also ich sag dann nichts, aber ich bin dann schon so. Du hängst dann mit offenem Mund. Ja, und schmeckt's. Und dann kommt ganz oft, also ich will jetzt mich nicht selber loben, aber dann kommt ganz oft so ein, oh, Galle, oh, toll. Aber ich muss auch sagen, vielleicht habe ich jetzt auch nicht so die Gourmets bei mir dann zu Hause. Also Max, wie gesagt, frisst eh alles. Okay. Der war auch dabei und der sagt sowieso, alles ist lecker. Aber von daher, mal gucken. Wie wär's mal mit so einem Koch-Showdown? Wir machen mal beide ein Chili. Und dann, dann gucken wir, oder machen wir so eine Straßenumfrage und verteilen so kleine Pötte. Einfach hier in der Altstadt. Oder du bei dir, ich bei mir. Ja, könnte man echt mal machen eigentlich. Oder wir lassen halt einfach hier die Leute, aber die sind alle befangen. Die würden sowieso alle sagen, schmeckt gut. Ne? Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ich würde in der Fußgängerzone keinen Chili von fremden Leuten annehmen, glaube ich. Ich auch nicht. Aber wenn wir sagen, wir sind weltbekannte Influencer, dann müssen sie ja. Dann ist ja auch eine Ehre irgendwo. Genau. Weil dann ist, ich meine ja nur. Man kann dann eigentlich nicht Nein sagen. Nee, das denke ich auch. Ja, aber das mit diesem Wochenendmodus, den fühle ich tatsächlich sehr. Aber der macht mir auch extrem viel Spaß. Ich brauche auch gar nicht mehr. Wenn Leute auch immer so fragen, was sind deine Hobbys? Digga, mein Beruf ist mein Hobby irgendwie so, weißt du? Pass mal auf, ich mache Drag. Schon allein bei Drag, da ist Make-up mit drin. Haare, Mode, Kostüm, Performance und was nicht alles. Dann bist du Streamer. Dann kennst du dich mit der Technik aus. Dann zockst du. Dann musst du popkulturell auf dem neuesten Stand bleiben mit den ganzen Serien und TikTok und alles und so weiter und so fort. Dann, keine Ahnung, nebenbei spiele ich manchmal noch ein bisschen Klavier. Da habe ich manchmal noch Zeit für so. Aber Beruf deckt schon ja so viele der eigenen Interessen ab. Damit ist man irgendwie schon so erfüllt. Und dann ist immer die Frage so, was machst du in deiner Freizeit? Das ist dann irgendwie so hinfällig. Geht mir genauso. Also ich habe auch viele Felder, die ich beruflich schon abdecke, die ich auch einfach gerne mache. Ja. Und dann ist es eher so ein Loslassen in der Freizeit oder so ein einfach mal wirklich entspannen. Also versuchen, nicht das zu machen, was man sonst den ganzen Tag macht irgendwie. Ja. Und dementsprechend ist das dann auch ganz oft, na gut, in meinem Fall, ich zocke auch beruflich. Ich wollte gerade sagen. Ich versuche gerade irgendwie die Kurve zu kriegen. Ich zocke im Beruf so viel, am Wochenende muss ich auch mal was anderes machen und dann zocke ich. Aber für mich ist das auch so entspannt. Aber bei mir ist das Zocken dann immer mit Serie gucken verbunden oder sowas. Ja. Und ich bin zum Beispiel jemand, der übelst am Bingen ist. Also ich kann eine Serie eigentlich nur anfangen, wenn ich weiß, ich kann sie auch zu Ende gucken. Fühl ich, ja. Ich mag dieses eine Woche auf eine Folge warten und sowas hasse ich wie die Pest. Dito, ich habe auch schon oft Serien nach hinten verlegt, weil ich weiß, die ist noch nicht ganz draußen. Ich warte jetzt, bis die voll released ist. Was guckst du, was sind so deine Top 3 Serien? Oder gibt es das? Top 3 Serien. Oh, das ist sehr, sehr schwer. Natürlich bin ich auch so ein Netflix-Opfer. Ne? Ja. Also alles, was da gehypt wird, gucke ich mir auch an. Ne? Das ist, da bin ich auch voll dabei. Ich gucke sehr gern auch mal Anime, muss ich sagen. Mhm. Ne? Da habe ich sehr, sehr viel und gerne schon geschaut. Ich könnte jetzt keine Top 3 sagen. Oder einfach eine, die du gut findest. Eine, die ich gut finde. Lass mich mal kurz überlegen. Breaking Bad. Breaking Bad habe ich nicht geguckt, tatsächlich. Ach, du. Haus des Geldes. Habe ich auch nicht geguckt. Peaky Blinders. Peaky Blinders fand ich gut, habe ich geguckt. Ja. Hast du auch zu Ende geguckt? Ja, habe ich zu Ende geschaut. Du konntest nicht zu Ende gucken, tatsächlich. Konntest du nicht? Konnte ich nicht. Also ich liebe solche Sendungen. Ja. Sendungen, genau, ja. Serien. Aber irgendwie fand ich es langweilig irgendwie, ab einem gewissen Punkt. Ich glaube, Staffel 3 habe ich noch geguckt und da war so, ja, okay, irgendwie wiederholt sich das jetzt irgendwie alles so vom Ding her. Ich glaube, das war so eine Serie, die habe ich dann irgendwann nur noch so zur Berieselung nebenbei geguckt, so ein bisschen. Ich habe safe nicht alles mitgeschnitten, bestimmt die Hälfte wieder vergessen, aber ja. Ich habe letztens mit Türkisch für Anfänger wieder angefangen. Ah, okay. Kennst du die? Mhm.
So, eigentlich so eine Teenie-Serie, glaube ich eher. Selber nicht geguckt, aber natürlich so am Rande mitgeschnitten. So, es existiert so. Ja. Weißt du? Ja. Was mich in letzter Zeit ganz, ganz dolle catcht, diese Reality-Competition-Sendungen auf Netflix. So Squid Game haben sie ja jetzt als Competition gemacht, zum Beispiel. Habe ich geschaut. Bin noch nicht fertig, spoiler mich nicht. Es gibt auch noch nicht die letzte Folge, die fehlt noch. Okay, gut zu wissen. Aber auch so diese ganzen, es gibt ganz viele Serien, wo sie so Leute irgendwie so Seven vs. Wild mäßig so in der Wildnis aussetzen und dann müssen die irgendwie so gegen andere Teams kämpfen und so. So eine ganzen Sachen finde ich richtig, richtig geil. Das catcht mich total. So Love Island und so, das Kaliber ist jetzt nicht so meins. Nicht? Nee, nicht unbedingt. Okay. Ich habe mal so ein bisschen Too Hot to Handle geguckt. Da waren wir irgendwie am Ausnüchtern, glaube ich, gerade oder so. Aber nee, ansonsten ist das eher weniger so meins. Okay. Ja, ich habe jetzt irgendwie, also so dieses Reality, dieses Klatsch-Tratsch-Ding, das finde ich auch gar nicht so schön irgendwie. Gibt mir nichts. Das ist eher so ein Fremdscham-Ding dann ganz oft. Ja. Gerade irgendwie so diese Promi-Big-Brother-Sachen und irgendwie das Haus der Stars, wie das hieß. Da schnappe ich dann immer auf TikTok immer so ein paar Clips auf. Aber so wirklich gucken will ich das eigentlich nicht. Zumindest nicht aus genüsslichen Gründen, sondern eher so. Ich habe eine Freundin zum Beispiel, die will sowas unbedingt mit mir gucken, nur um sich darüber lustig zu machen. Aber da muss ja auch ein Modus für sein, um darauf Bock zu haben. Das ist, glaube ich, dieses Phänomen, wo Leute sich auch selber ein bisschen besser fühlen wollen, wenn sie sich das angucken, so, weißt du? Aber ich glaube, das ist auch ganz oft die Intention, gerade bei so Trash-TV. Na, selbstverständlich, selbstverständlich. Wichtige Frage. Ja. Würdest du bei Promi Big Brother mitmachen? Ich bin mir da gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Es gibt ja jetzt irgendwie so eine Knossi-Version, habe ich gesehen. Also der macht jetzt seine eigene Streamer-Version oder so. Also ich muss sagen, immer was heutzutage alles als Promi gilt. Und ich finde mich jetzt auch nicht so Promi-mäßig. Deswegen fände ich das jetzt von der Bezeichnung her schon falsch. Aber das mal außen vor. Vom Experiment her fände ich es schon irgendwie interessant, tatsächlich. Vor allem, um mal zu schauen, wie sich die anderen Leute so benehmen. Weil ich glaube, da wird sich viel hinter Fassaden versteckt und sowas. Safe. Weil, ne, du weißt ja, es sind die ganze Zeit Kameras an. Aber ich glaube, mir würden auch so voll die unangenehmen Fauxpas passieren. Ich glaube, ich wäre so jemand, der dann auf einmal so blank zieht im falschen Moment und man sieht dann nur Plauze oder so und das ist dann, oder Arsch oder so und man weiß dann irgendwie nicht mehr so, oh, weia. So. Wie kann man denn im falschen Moment blank ziehen? Ja, weiß ich ja nicht. Bestimmt würde mir das passieren. Ich bin so übelster Tollpatsch im Leben. So eine fängt da gerade an zu heulen, erzählt ihre Leidensgeschichte und Kalle zieht aus Versehen die Hose runter. Warte mal, ich muss mir meine Hose ausziehen. Ich habe so das Gefühl, also offensichtlich, ich finde, es gibt Trash-TV und es gibt Trash-TV. Ja. Ich finde, Promi Big Brother ist so ein Format, da hast du noch so ein bisschen Einfluss darauf, wie trashig du rüberkommst. Und ich finde, es kann ja nichts geschnitten werden, was nicht passiert ist, so nach dem Motto. Ne? Deswegen, ich glaube, wenn du dich da so nicht wie der letzte Mensch benimmst und so ein bisschen einfach darauf achtest, ey, ich bin nett, ich bin nahbar und ich bin jetzt nicht scheiße, kommt man doch bestimmt nicht schlecht damit weg, oder? Voll. Also ich finde auch tatsächlich diese Serien dann irgendwie oder diese Sendung irgendwie ein bisschen besser als dieses Frauentausch Bauer so Frau und so. Halt, stopp! Wie? Halt, stopp. Oh, nee. Ach so, oh mein Gott, ich hab's nicht gecheckt. Oh no! Ja, aber genau das. Also, weil da diese Leute werden halt gefühlt ausgebeutet. Es tut mir leid. Ja, mein Gott. Weil wir reden genau darüber und ich reiß überhaupt nicht. Ich denke so, hey, was hat er denn jetzt? Das ist okay. Hab ich was Falsches gesagt? Für mich ist das so voll der normale Ausdruck. Das hat irgendwie so, das hat sich so eingebürgert irgendwie, dass man das irgendwie so oft benutzt. Ja, also, aber eher solche Leute finde ich dann eher so traurig, dass sie dann vor die Kamera gezerrt werden, die dann irgendwie mit irgendwie 100 Euro abgespeist werden und dann irgendwie sich ganz Deutschland darüber lächerlich machen kann. Das finde ich irgendwie, das finde ich nicht geil, das mag ich nicht. Also da gab es ja auch mal dann diese Jan-Böhmermann-Story mit mit dem Schildkröten-Typen. Genau. Da. Ja. Oder Schwiegertochter gesucht oder wie es hieß. Und ja, das würde ich nicht, also das finde ich nicht gut. Nee, das wäre jetzt auch gar keine Option gewesen. So. Also, ja. Ich meine, wenn du für 100 Euro ne, bei so einem Format mitmachen willst, Kalle, ich supporte dich. Ne? Lieber ich als die Leute, die halt einfach nur denken, oh geil, ich krieg Geld dafür und bin im Fernsehen. Weißt das du? Ist halt wirklich weil das, so. Gefühlt werden sich da ja nur die Leute rausgepickt, die auch das nicht verstehen, was da passiert. Das frage ich mich halt immer. Also ich frage mich halt immer, verstehen sie es nicht oder ist es ihnen egal, so, weißt du? Weil wenn du oft dann irgendwelche Interviews im Nachgang so mit denen mitkriegst, die wirken jetzt nicht so, als wären die auf dem Kopf gefallen. Also, weißt du, also die kriegen das, die müssen sich doch bewusst sein, was da gerade gedreht wird, so, weißt du?
Ja, bei manchen ist man sich da, glaube ich, nicht so sicher. Also gerade hier so Erdbeerkäse und sowas, da denke ich halt schon, ja, gut, vielleicht ist der Intelligenzquotient auch nicht so ganz hoch angesetzt. Ja. Und vielleicht wurden genau diese BewerberInnen dann auch genau deswegen auch rausgesucht. Das ist halt so das, was ich halt wahrscheinlich meine. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Weil da bewerben sich bestimmt auch ganz viele schlaue oder beziehungsweise anständige Leute, die dann irgendwie es, also jetzt nichts gegen diese Personen, ja, aber ja, im Endeffekt wird das ja auch rausgekitzelt, dass sie sich dann so benehmen und dann werden natürlich auch nur die Sachen, wie du schon sagtest, dann reingeschnitten. Und das ist für mich das Problematische an dem Ganzen. Dann lieber irgendwie irgendwelche StreamerInnen vor die Kamera ziehen, die das auch gewohnt sind und die auch wissen, bis zu welchem Grad sie sich da lächerlich machen. Und vor allem, bevor ich gerade sagen, sagen wir mal ganz realistisch, du musst nur ein paar Streamer raussuchen, die vor eine Kamera setzen und die machen sich von ganz alleine zum Obst. Genau. Also würdest du, keine Ahnung, Kalle, mich und noch fünf weitere in irgendein Haus einsperren, was meinst du, was da für Schwachsinn passieren würde, so, weißt du? Also. Aber das ist ja auch dann irgendwie so voll der gute Unterhaltungsgrad, finde ich. So, also wenn ja, man ja weiß, die Leute, also wir stellen uns darauf ein, ne, was passiert da eigentlich? Und wir können das ja auch mitsteuern, wie weit wir da gehen. Ja. Und diese ahnungslosen Menschen vielleicht nicht. Oder vielleicht wollen sie sich dann noch mehr anstrengen. Mhm. Es gibt ja auch irgendwie so alte Memes oder so alte Clips von so Kindern irgendwie aus so, ich weiß nicht mehr, wie die Sendung hieß. Kennst du dieses mit ich bin von einer 1,50 Meter hohen Dings runtergeflogen, ja, und du heulst rum wegen Zahnschmerzen. Ja. Sag mal, schwitzt du? Und der Typ, der macht jetzt irgendwie so TikTok und hat so erklärt, ja, ich habe jetzt hier das und das gemacht. Und das fand ich total interessant, dann zu sehen, was aus der Person geworden ist irgendwie. Mhm. Aber man kennt ja nur dieses Rage-Kitty. So, weißt du, wie ich meine? Natürlich, genau wie der halt Unreal-Tournament-Typ genau von früher oder ja, so. Ja, ja, ja. Der wurde ja tatsächlich, es war ja alles Fake. Also, dass das Fake gespielt war, hatte man sich, glaube ich, schon gedacht. Ja. Aber der wurde wohl dafür bezahlt, dass er das macht, damals. Von irgendwie so einem Internet-User. Meinst du? Story zu. Ja, ja, nee, gibt's, hat er erzählt. Hat er, ja, aber hat er das erzählt, um jetzt sein Image wieder aufzubessern? Oder ist das tatsächlich so passiert? Das müssen wir Jonathan Frakes fragen. Der wird das vielleicht dann nächster Gast hier in unserem Podcast, Jonathan Frakes. Oh, finde ich ja großartig. Ich arbeite gerade nebenbei, ich plug jetzt ja einfach mal ein bisschen Werbung gerade mit rein. Absolut, ich arbeite nebenbei an einem neuen Format. Mhm. Und das ist so ein bisschen an X-Faktor angelehnt tatsächlich, wo ich dann auch in so einem schönen Ohrensessel vor so einem düsteren Hintergrund und so sitze. Mhm. Und da will ich Verschwörungstheorien behandeln. Weil ich das finde ich super, super spannend, auf was für Dinge Leute manchmal kommen. Ja. Das finde ich sehr faszinierend. Was hast du da so im Kopf? So? Hast du ein Beispiel schon? Was weiß ich, angefangen von diesem typischen Flat Earth-Gedöns. Ja. Das ist natürlich schon eher langweilig. Aber zum Beispiel, wie hieß es irgendwie, die Theorie, dass die Erde quasi in ein Aquarium gehüllt ist und eigentlich das Universum mit Wasser gefüllt wäre. Sowas zum Beispiel. What? Also so richtig, richtig kranken Shit, den Leute sich ausdenken, wo ich selbstverständlich kein Wort von glaube, aber wo man halt super gut dann einfach so mit einer offenen Frage enden kann und was ist eure Meinung dazu? So. Aber ich meine, der Himmel ist doch blau, es kann schon sein, dass das Wasser ist. Ey, und wenn du mal so in Reflexionen, so in Pfützen, sehen aus wie Sterne manchmal, so wenn ein Licht und so. Confirmed. Wir sind dann auf jeden Fall gut recherchieren, ja, ne? Weil ja, wer sagt, dass das keine U-Boote sind, die da in die Luft fliegen. Ja, also muss man natürlich, bin ich gespannt, was daraus wird. Ja. Also schaue ich mir gerne mal an. Ich würde jetzt eine Erwartungshaltung natürlich haben, dass du da auch ein bisschen Witz mit reinbringst. Ich bin ja tendenziell sehr unlustig auch. Echt jetzt? Ja, nein. Wirklich? Nee, es wäre dann schon so ein bisschen auch komödiantisch veranlagt, hätte ich gesagt. Ja. Ja. Ja, wann geht das los? Sage ich nicht. Weil du es nicht weißt. Perfekt. Gut. Ja, bei mir ist ja eher Musik das Thema, wenn wir schon bei Werbung sind. Ja, ich bitte darum. Ich habe dieses Jahr mit Musik angefangen. Ich habe vor 2 Jahren einen Song mit einer Metalcore-Band gemacht, die heißt Electric Callboy. Mhm, man hörte davon. Man hörte davon. Und ja, das hat mich tatsächlich, also ich wollte schon mein Leben lang immer Mucke machen. Mhm. Das sagen alle, die dann irgendwie mal ein so ein Ding hatten. Aber du hast ja nicht nur ein Ding. Du hast ja. Mittlerweile habe ich tatsächlich ein paar professionelle Songs rausgehauen. Digga. Und der nächste ist auch schon gerade in der Mache. Und nächstes Jahr ist dann hoffentlich auch mal was Größeres geplant. Und das ist so mein großer Traum, dass ich irgendwann aufhören kann, Bus-Simulator zu spielen und nur noch auf einer Bühne stehe und ein bisschen rumtrelle. Und dann, wenn ich diesen Scheiß-Podcast irgendwann hinter mir lassen kann, dann habe ich es geschafft. Nee. Also wirklich, ich habe mich sehr darauf gefreut. Wir haben das jetzt, die Leute da draußen wissen das ja gar nicht so genau. Wir haben es jetzt echt schon ein paar Wochen geplant und ja, ein bisschen immer überlegt. Ich glaube, der Name war für uns tatsächlich der größte Struggle. Tatsächlich, man glaubt es gar nicht. Viele würden so sagen, oh, wenn ich jetzt einen Podcast mache, den nenne ich so und so.
es ist nicht so einfach, wie man denkt. Es ist, als würde es ein Kind benennen. Aber ich glaube, bei uns ist auch das Problem, was wir vielleicht, oder die Challenge, die wir hatten, ist, wir sind jetzt nicht, wir reden jetzt nicht den ganzen Tag über Kameras oder Lewis Hamilton Energy Drinks. Also wir haben jetzt nicht so das Thema, weil wir gesagt hatten, wir wollen uns gegenseitig so ein bisschen kennenlernen und aber ein bisschen plaudern und mal gucken, wo es landet. Und deswegen hat das auch nicht so den Überbegriff. Nee, ist richtig. Also ich finde auch, je weniger Grenzen man sich setzt bei so einem Podcast, desto schöner ist so auch das Potenzial. Wir können ja über Gott und die Welt reden. Es ist ja alles, alles kann, nichts muss. Ja, ich habe nur gehört, also man soll auch wohl mit Rubriken arbeiten, das habe ich jetzt mitbekommen. Ja. Also, dass man irgendwie so ein Wie war die Woche-Ding macht oder sowas am Anfang. Und dass man auch die Community mit einbezieht, ja, dass die dann irgendwie auf Instagram oder so schreiben können, hier Story XY habe ich zu Thema XY erlebt. Das heißt, sie könnten am Ende sagen, schreibt uns doch mal gerne auf Instagram, welche Unterhosenfarbe ihr täglich so anhabt. Und dann können wir darüber reden, theoretisch. Manchmal weiß. Meistens schwarz. Ich habe immer schwarz eigentlich. Immer. Und jetzt gerade, nee, ich habe jetzt eine graue an. Jetzt eine graue. Bei schwarz sieht man halt so die Bremsspuren. Deswegen, ich muss auf jeden Fall gut wischen. Aber wir hatten da ja witzigerweise, wir haben so einen Probe-Podcast aufgenommen. Ja, wenn diese Folge 1 Million Aufrufe kriegt, dann kriegt ihr vielleicht die Probefolge. Da ging es auch um, wie wischt man richtig ab? Das ist bis heute eine von vielen Leuten unterschätzte Kontroverse, möchte ich meinen, wie man sich richtig den Hintern abputzt. Und das ist, ich finde das wichtig, das Thema. Das, was auch geklärt ist, meinst du? Ja, das muss geklärt sein. Ja. Ich würde das jetzt als Cliffhanger einfach mal offen lassen. Und vielleicht schreiben uns jetzt Leute auf Instagram, ja, aber wie wischst du jetzt ab? Das wäre jetzt so mein großer Traum, dass Leute sich jetzt da bis hierhin gekommen sind in der Folge und dann so, ja, ich muss das jetzt irgendwie wissen. Oder zumindest. Ne, die Leute, die richtig Durchhaltevermögen bewiesen haben, die können dann in der nächsten Folge vielleicht das große Mysterium lüften. Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt hier schon dabei sind, bin ich ehrlich. Wir sitzen jetzt seit 47 Minuten hier. Dann haben wir ja noch ein bisschen. Ja, wir haben noch ein bisschen. Ist richtig. Ich finde es aber schön, heute war es schon mal so ein guter Testrun, haben wir festgestellt. Ich glaube, ich fände es auch toll, wenn wir so ein bisschen so eine Rubrik auch einfach für euch, so, weißt du, dass ihr zu Hause so wisst, das kommt immer, so die Konstante im Leben, finde ich, glaube ich, toll. Man kann ja irgendwie, du bringst ein Thema mit, ich bringe ein Thema mit. Voll und dann gerne. Kommt so der Zuschauermoment. Wir erleben ja auch so viel, ne? Ja, wenn ich die ganze, das ist auch immer so ein Ding, weißt du, natürlich wird uns oft vielleicht auch mal so ein Hinweis von Management gegeben, mach doch mal das, mach doch mal mehr Stories oder so. Ich sitze jeden Tag zu Hause am PC, schmeiße abends meinen Stream an, vorher habe ich vielleicht noch Content gemacht. Was soll ich jeden Tag in meine Story packen? Es wäre jeden Tag dasselbe. Ich habe eine Zeit lang jeden Tag getweetet, wann ich auf Toilette gehe. Das habe ich dieses Jahr angefangen, am 1.1. Und ich habe, weil ich so fasziniert davon war, dass ich am 1.1. diesen Jahres 4-mal zur Toilette musste, habe ich das halt einfach nur getweetet. Mhm. Oder geixt, wie man jetzt ja sagen muss. Mhm. Und die Leute wollten mehr. Die wollten nicht, dass es aufhört. Ich habe dann aus Joke das am nächsten Tag nochmal, also drunter als Antwort. Und die Leute sind ausgerastet. Es gab 2 Webpages, die tatsächlich getrackt haben, wie oft ich auf Toilette gehe, wie viel das wiegt. Was? Kein Scherz. Quatsch, wie willst du? KalleStuhl.de und war Kalle heute schon Stuhl.de. Kein Scherz. Diese Seiten, ich weiß nicht, ob die noch existieren, weil ich jetzt, wie gesagt, Mitte des Jahres aufgehört hatte. Aber, also da wurden Statistiken, ich konnte Achievements erreichen. Da gab es Achievements, wenn ich irgendwie den 200. Schiss im Jahr erreiche, dann habe ich irgendwie so eine Kleckerschüssel oder sowas da irgendwie gewonnen oder was. Also komplett insane. Und neue Statistiken wurden dann freigeschaltet. Also da haben sich da irgendwie 2-3 Studenten da einfach einen Spaß draus gemacht. Und das, also mich hat das irgendwie positiv überrascht. Darf ich kurz anmerken, du wolltest dich bewusst vom Kroketten-Image distanzieren? Ich bin jetzt eine Kacke-Kalle. Aber es ist nie zu spät für ein Rebranding. Also, Wie man merkt. Mal sehen, was wir nächstes Jahr haben dann, ne? Ja, weiß ich nicht.
Irgendwas Schönes mit K noch. Was kann man da noch Kalle so machen? Kalle Kalaschnikow. Okay. Aber das ist eigentlich nicht so mein Ding. Ist nicht so dein Ding, aber du spielst auch viele Ballerspiele. Ja, aber ich würde, also im echten Leben würde ich tatsächlich, glaube ich, nie eine Schusswaffe abfeuern. Also ich meine, ich war früher im Schützenverein, da hast du halt nur so mit Kleinkaliber geschossen, das ist ja, so die winzigen Dinger so und da halt auch nur so auf Papierscheiben, also das ist halt so. Ich habe ja einen Bogenschein, also ich habe ja einen Bogenausweis da irgendwie Führerschein gemacht. Wie viel PS hat dein Bogen? Der wird tatsächlich nach Pfund gemessen. Das weiß ich tatsächlich, ich war auch mal beim Bogenschießen. Ja, du hast ja ein Video auch auf dem Bogenschießplatz gedreht, ne? Hier, ja cool, da war ich ja mitgehangen, mitgefangen, das war ja, ne? Ich habe ja dann nichts mit den Bögen zu tun gehabt. Ja, aber bei dem Verein, wo ihr da geredet habt, da habe ich auch den Bogenschein gemacht, hier cool. In Spandau, Spandauer Turmschützen e.V., Grüße gehen raus. Und meiner hat 35 Pfund, tatsächlich. Und das ist schon schwer. Ist schon nicht einfach, aber ich bin ja auch ein kräftiger Typ, tatsächlich. Ich meine, ich hätte damals mal angefangen mit einem, der irgendwie 6 oder 9 Pfund gehabt hätte, weil ich bin ja auch einfach so ein sehr schmaler Hansel, man muss es ja sagen. Und ich habe aber so einen Langbogen, habe ich noch zu Hause. Ja, da gibt es auch tatsächlich Unterschiede, ne? Also hier so ein Langbogen, wie du schon sagtest, oder Recurve, Compound und so. Compound, genau. Ne? Und das ist schon interessant, aber ich finde es schon geil, da die Stofftiere da zu erschießen. Das macht Bock. Das stimmt, die sind ja dann so auf so einem Parcours da so ausgestellt draußen. Ne? Ja, das sind irgendwie so Silikon, irgendwie Tiere. Styropor-Gedöns. Irgendwie sowas, genau. Ja. Und da sind Bären, Katzen, Hunde, alles, kannst du alles erschießen. Fun! Ja, mir macht das wirklich Spaß. Vor allem, das ist eine absolut handyfreie Zeit. Du bist nur du, dein Bogen und die S-Bahn der Deutschen Bahn, weil die da immer oben lang fährt. Und es idyllisch. Gibt, ja, musst du auch immer den Bogen runternehmen. Das ist tatsächlich eine Platzregel. Okay. Bögen runter, wenn die S-Bahn da vorbeifährt und wenn alle an den Zielscheiben da stehen, also gibt es ja auch diesen Übungsplatz, wo dann halt die Zielscheiben auf Distanz aufgestellt sind. Also so, und da dürfen auch nur alle gleichzeitig die Pfeile holen. Es darf nicht einer immer durchgehen, aus Sicherheitsgründen logischerweise. So kenne ich das auch. Ja, natürlich, klar. Oh Gott, das darfst du keinem erzählen eigentlich, ne? Früher hat man manchmal, habt ihr auch Faxen schon mal gemacht so beim Bogenschießen? Nee, ich auch nicht. Nein. Also jetzt zumindest in dieser Periode, wo ich das jetzt gelernt habe, mit den Leuten da diesen Kurs gemacht habe, nicht. Nee, ich habe andere Faxen gemacht früher, glaube ich, mit anderen Sachen. Was hast du denn mit dem Bogen gemacht? Ach, ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt erzählen sollte. Ja, aber du hast jetzt aufgemacht. Das ist ja schrecklich so. Versuch die PG-Version zu erzählen. Ja, PG ist es, war einfach nur wahnsinnig dumm, war es einfach nur so. Wir haben zum Beispiel, da hatten wir jetzt noch nicht irgendwie, es waren keine professionellen Bögen oder sowas, ne? Das war wirklich so Billo, einfach, ne, Hauptsache, der Pfeil fliegt ein bisschen oder so. Und es waren dann auch so, ne, so Holzpfeile und so. Aber wir waren dann wirklich so dämlich und auf einer großen Wiese, die war gepachtet und so, war also Privatbesitz quasi. Und wir haben dann so in die Luft geschossen. Also so über uns quasi. Oh mein Gott, das ist wirklich dumm. Das war wahnsinnig dämlich, war das. Das ist ja dumm. Richtig. Macht ihr sowas Dummes? Weil wir richtig dumm waren, macht das niemals. Wurde jemand verletzt? Kinder. Nee, eben. Sonst hätte wahrscheinlich einer draus gelernt, so, weißt du? Ich meine, ich habe jetzt auch draus gelernt, ich würde es nie wieder tun, ne? Ja. Aber das ist halt schon dumm. Jung und dämlich einfach. Hast du früher Scheiße gebaut als kleiner Milo? Eigentlich gar nicht. Ich war so ein richtiges Muttersöhnchen und war. So siehst du auch aus. Danke. Das nehme ich als großes Kompliment. ich war wirklich super brav. Ich habe super spät angefangen, überhaupt Alkohol zu trinken. Ich bin damals in Tränen ausgebrochen, als ich das erste Mal eine Zigarette probiert habe und das meiner Mutter gebeichtet habe. Also ich war richtig langweilig. Punkto Zigarette, um einfach mal ein Verhältnis zu schaffen zu deiner Aussage. Ich war so schlau, um auch mal was Dummes anzusprechen. Meine Mutter ist irgendwie auf dem Sofa eingepennt, war Raucherin, hat auch in der Wohnung geraucht. Das war früher noch so ein Ding. Heutzutage ist das irgendwie so ein Unding gefühlt, dass Leute innerhalb der Wohnung rauchen. Oder wenn, dann ist es halt einfach eklig. Naja, auf jeden Fall hat meine Mutter geraucht und hat aber dann auf dem Sofa gepennt. Ihre Kippen lagen auf dem Tisch und aus irgendeinem Grund hat sich Klein Kalle gedacht, ich nehme jetzt einfach hier meine Fluppe. Wie alt warst du? Ich war da, glaube ich, 9. Ja, okay. So. Aber das war tatsächlich nicht mal meine erste Zigarette. Ja, ich war übelster kleiner Bastard. Also ich habe nur Scheiße gebaut früher. Ich habe geklaut, ich habe geraucht, ich habe früher angefangen zu trinken. Ich habe Leute verhauen, abgezogen, wirklich ganz schlimme Dinge. Hast dich gut entwickelt. Danke. Ja. Und
Und ja, auf jeden Fall habe ich mir dann auf dem Sofa dann mir nichts, dir nichts, eine Zigarette also ist auch sehr dämlich, ne? Vor der eigenen Mutter mit 9 Jahren da sich eine Zigarette anzuzünden. Dann ist sie davon auch wach geworden irgendwie, komischerweise. Und dann, die wacht so, oh, was machst du denn da für einen Quatsch? Ich so, ich wollte ja eine anzünden. Reicht mir die dann so ins Gesicht und sie so, bist du bescheuert? Habe ich natürlich übelst den Arsch voll bekommen, ne? Und, ja, zu Recht. Ja, ja, absolut, absolut. Aber dass ich dann auch diese Audacity hatte, in ich dem Moment noch zu sagen. Ja, es muss halt erst einmal, den Sprung muss er erstmal nicht drauf. Aber bringen. Gut reagiert so. Es ja. hätte viel schlimmere Saves geben können. So. Ja, ja. Ich habe gerade Lust auf eine Zigarette. So, ja. Meine oder ausdrücken oder auf dem ja. Boden oder so im Sofa. Welche ne? Kippe. Ja, also das war natürlich selten dämlich, aber sowas habe ich früher gemacht. Rauchst du heute noch? Ich habe eine ganze Zeit lang noch geraucht, so als Party-Smoker-mäßig. Hm. Und ich habe jetzt so vor 1,5 Jahren aufgehört. Ja. Weil ich auch tatsächlich das körperlich ein bisschen gemerkt habe. Echt, irgendwie. Ja? Ja, also auch so die Morgens also rumgehustet da wie so ein Larry und ja, gerade nach so einer durchzechten Nacht, wo man dann vielleicht mal 1, 2, 4, 20 Zigaretten geraucht hat, weil dann auch der Pegel gestiegen ist, weil das ist dann auch irgendwie, das Verlangen wird dann immer größer, ist dann auch irgendwie nur teuer und unangenehm, wenn man stinkt und ja, da habe ich dann immer gesagt, nee, reicht jetzt eigentlich. Fühle ich absolut, okay, wenn ich gerade so dran denke. Ich hatte ja auch meine wilderen Zeiten so beim Feiern, ne, wo du wirklich jedes Wochenende unterwegs warst und gib ihm und dann auch wirklich viel geraucht und so weiter. Und wenn ich gerade dran denke, dieses Gefühl, wenn du nach so einer durchzechten Nacht, wo du so wirklich eine Schachtel oder mehr ja. geraucht hast, wenn du morgens dann aufgewacht bist, boah, das war ja so ranzig. Ja, übel, total eklig einfach. Boah, und da musstest du erstmal klarkommen und irgendwann war es dann doch wieder die nächste Kippe so, ne? Ja, ich habe jetzt halt dadurch, dass ich hier auch in Spandau eigentlich keine Freunde habe, die wirklich rauchen oder wenige, ja. die regelmäßig rauchen, hat sich das dann auch schnell erübrigt irgendwie. Das war ich immer schnell der Außenseite so irgendwie. Also das hat immer zwei Seiten, so ja. je nachdem, wo du in welchem Freundeskreis du bist. Entweder ist Rauchen super gesellig, finde ich, ja. oder du bist halt der Außenseiter, der alleine in die Kälte geht, ja. so, weißt du? Voll. Total. Ja, und hier bei uns in der Firma gibt es auch tatsächlich sehr wenig Raucher im Verhältnis und das fällt dann sogar auf, wenn die rauchen gehen irgendwie. Ja gut, im Verhältnis schon. Also ich finde es ja gut, es gibt ja diesen Abwärtstrend, Rauchen wird ja unbeliebter und uncooler auch. Ne? Und teurer vor allem auch. Ja, und dafür kommen halt diese scheiß E-Dinger jetzt irgendwie, diese ganzen, wie heißen sie hier, diese E-Kos und ja. Ja, Vape und ach, hör mir auf, ja, riecht, weißt du, erstmal riecht es wie Furz. So, ne, und macht dir halt alles genauso kaputt. Ja. Ne, dann kannst du dir auch deine Marlboro weiter reinzwirbeln, weil in ein paar Jahren dankst dir deine Lunge auch nicht. So, also voll. Das ist so. Ja, was ich aber tatsächlich immer noch ganz cool finde, oder was jetzt ganz cool, so wollte ich es jetzt eigentlich nicht sagen, aber was mal passiert ist, dass man eine Shisha irgendwie raucht, in einer Shisha-Bar oder so, da habe ich auch überhaupt nichts mehr gegen. Also das finde ich irgendwie eigentlich ganz cool. Da hast du ja auch irgendwie Geschmack in der Backe und das ist ja auch irgendwie dann was anderes. Da würde ich mich tatsächlich, glaube ich, anschließen. Jetzt in letzter Zeit nicht mehr so, aber so im Freundeskreis von meinem Ex damals, so vor knapp einem Jahr, als wir da noch unterwegs waren, da war dann ab und zu auch mal so eine Shisha, die da präsentiert wurde. Wäre jetzt nichts, was ich mir jemals so privat machen würde, also so, wo ich sagen würde, jetzt mache ich mir heute mal eine Shisha jetzt zurecht. Aber wenn es da war, hast du halt, ja, warst du dabei so. Voll. Weil das war halt anders. Damals mit 16 hatten wir alle eine Shisha, also jeder in meinem Freundeskreis hatte eine Shisha. Aha. Und ich hatte ein sehr entspanntes Verhältnis zu Hause zu meiner Mom. Die hat mir basically alles erlaubt. Also ich bin ja mit 17 zu Hause ausgezogen, können wir vielleicht in der nächsten Folge mal drüber reden, wenn du Bock hast. Finde ich gut. Und als ich aber noch bei meiner biologischen Mutter gewohnt habe, die hat mir halt alles erlaubt. Ich durfte alles machen. Ich hatte also zu meinem 15. Geburtstag und so, da ist auch egal. Auf jeden Fall. Wir kommen drauf zurück in der nächsten Folge. Hatte ich in meinem Kinderzimmer auch eine Shisha und ich durfte die auch benutzen. Und wir haben dann quasi in meinem Zimmer, das war ja auch gleichzeitig mein Schlafzimmer, muss man ja. bedenken. Ich habe nur auf so einer Schlafcouch geschlafen, damit immer ganz viele Leute bei mir sein können. Mhm. Das war irgendwie früher voll wichtig für mich. Ich hatte so ein Jugendzentrum basically in meinem Zimmer. Du hattest so ein Jugendtreff als genau. Kinderzimmer. Genau, wirklich, es hat jeden Nachmittag auch die Tür geklingelt. Kolle, oder? Ich komme vorbei und so. Ja. Das war schon irgendwie so selbstverständlich. Alle bringen dann irgendwie einen Döner mit oder so. Oder so eine Pizza in der Mitte auf den Tisch gestellt. Da hast du mich aber. Ja. Da wäre ich auch rumgekommen. Ja. Und da haben wir tatsächlich mal so richtig Hotbox gemacht. Wir haben da 3 Shishen auf den Tisch gestellt. Boah. Und haben einfach so, also das war auch unser Ziel, so viel zu rauchen, weil damals gab es noch keine Rauchmelderpflicht in Wohnungen. Ah. So viel zu rauchen, dass man nichts mehr sieht. Das war unser Ziel. Boah, habt ihr es geschafft? Das haben wir geschafft. Boah, ey, muss doch, dass da keiner umgekippt ist von euch. Wir fanden das so geil. Das war wie Disco. Für uns irgendwie, wir fanden das so geil. Aber würde ich heute auch nicht mehr machen. Ich kann nicht mehr. Ja, und da fällt mir mal wieder auf, dass ich halt wirklich, ich war so ein
Paradebeispiel von so einem Musterkind gefühlt. Was meine Eltern jemals früher für Stress mit mir hatten, ne? Das habt ihr euch alles eingebildet. Das war, weißt du, ich habe eine große Schwester. Die war anstrengend und schlimm. Die hat sowas gemacht, weißt du? Ich war das Vorzeigekind und ich habe trotzdem manchmal hier, ne, und so pubertäre Zeiten, war ich schlimm, so, weißt du? Am Arsch war ich schlimm, wenn ich das höre. Also, nichts gegen dich jetzt. Ne? Ja, alles aber, gut. Na, also. Ich bestehe auch voll dazu, ne? Also, ich meine, ich habe mit 17 dann den Turn gehabt, als ich dann in meiner Pflegefamilie auch eingezogen bin, weil da gab es sowas auch nicht, ne? Da war dann auch eher so, wie bei dir, so Müttersöhnchen-Style. Und das hat sich dann auch bei mir dann irgendwie so eingebürgert. Das war auch gut, war eine gute Entwicklung, die ich dann tatsächlich genommen habe. Trotzdem kann ich jetzt aus einer Perspektive, weil es ist selten jemand zu Schaden gekommen, muss man dazu sagen. Also auch wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, Leute abgezogen und auch mal geschlagen, das ist eine Seltenheit gewesen. Früher hatte man auch irgendwie noch so dieses, oh, ich muss die Ehre meiner Freundin verteidigen, irgendwie so, als wenn man ganz jung war. Das gibt es ja heute auch, hoffe ich. Heute hat man keine Freundin mehr. Heute hat man keine Freundin mehr. Auch da gerne Instagram DMs. Nee, aber ja. Nee, ich verstehe schon. Aber du hast du hast dich ja gut gemacht, ich muss es nochmal sagen, ne? Weißt du, also es gibt ja Leute, weißt du, da ist halt einfach die Kindheit, die läuft halt einfach anders, ne? Dann warst du früher so ein kleiner Rabauke, weißt du, aber das, was am Ende dabei rauskommt. Guck mal, jetzt ist Kalle hier Mitte, Ende 40 und sitzt hier erfolgreich. Entschuldigung. Und sitzt hier als erfolgreicher Content-Creator und Podcaster, ne, als Star-Podcaster quasi und startet nochmal richtig durch zum Ende seiner Karriere. Ich wollte eigentlich gerade was Nettes zu dir sagen, aber das hat sich jetzt erübrigt. Ich bin froh, dass ich es nicht gesagt habe. 40 Jahre, die Flippers. Du Arschloch. So. Naja, aber du kannst ja auch anders, finde ich gut. Ne? Ich bin auch tatsächlich ein großer Fan von lockerer Kommunikation. Immer. Ne? Ja, geil. Ja, es hat auf jeden Fall, wir haben jetzt eine Stunde rum. Ich wollte gerade sagen, apropos Ende hier, ich glaube, wir haben gut die Leute jetzt zugesülzt für die erste Episode, glaube ich. Ja, was war dein Gefühl? Ich fand es ein super lustiges Potpourri aus den verschiedensten Themen. Ich habe das sehr stark genossen. Ich könnte noch eine Stunde hier jetzt sitzen, weißt du, muss ich ehrlich sagen, vom Gefühl her. Ich hoffe, für euch war das nicht zu wild, so vom Themensprung, aber vielleicht ist es ja auch genau das Richtige. Ja, aber man kann uns ja jetzt auch tatsächlich mal Feedback geben. So, ja. Ne? Gerade unter dem YouTube-Video. Richtig. Könnt ihr gerne mal schauen. Wir werden euch da bestimmt, für alle, die nicht wissen, auf welchem Kanal sie schauen müssen, K&A. Das finde ich eigentlich K&A. Auf gar keinen Fall. da werdet ihr wahrscheinlich über die Social-Media-Plattform von uns sowieso Bescheid bekommen. So ist es. Und das soll jetzt auch ein wöchentliches Format werden. So ist es. Wir bringen eine neue Konstante in unser Leben ein. Wir machen das jetzt jede Woche. Ja. Und dann wird das euch brühheiß um die Ohren geschmeichelt quasi. Was ist so dein Resümee für heute? Ich bin super zufrieden. Ich fand es auch, war bunt, definitiv. Ja. Aber ich denke, das pendelt sich auch mit der Zeit so ein bisschen ein. Na klar. Und ich finde es auch also super interessant, dann einfach wirklich ein bisschen was von dir jetzt erfahren zu haben. Ja. Und das ist ja auch eigentlich irgendwie so Sinn der Sache gewesen. Finde ich toll. Wir können ja, pass auf, wir machen jetzt einfach immer ein bisschen mehr Struktur rein pro Folge. Wir spielen uns ein, ihr spielt euch ein und dann werden wir das Podcast-Duo Deutschlands und übernehmen die Weltherrschaft. Sehr gerne. Ich möchte noch eine Sache loswerden. Ja, bitte. Vielen Dank an Lars, der uns den hervorragenden Jingle gebastelt hat, den ihr am Anfang der Folge gehört habt. Ja, wir klatschen. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür an der Stelle. Wir grüßen alle, die uns kennen und uns unterstützen. Vielen lieben Dank an alle, die das möglich gemacht haben. Waren alles ich gut. Weiß auch gar nicht, wie man so einen Podcast jetzt beendet. Nee, gar nicht. Ich weiß nicht, wie man jetzt Tschüss sagt. Ja, und ich würde sagen, lasst einen Daumen nach oben da bei YouTube, bewertet uns mit 5 Sternen bei Spotify und wo man sonst noch positive Dinge machen kann. Clipfish. Ausgerechnet Clipfish. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Bis dann. Bye. Alles klar, das war hoffentlich nicht ganz scheiße.